heute habe ich darüber gesprochen, über die essentiellen Stoffe, die wir brauchen fürs Gehirn, für den Gehirnstoffwechsel, für die Produktion vom Dopamin, das Antriebshormon, für Serotonin, das Stimmungshormon, für den geistigen Rückenwind im Leben. Ich erkläre, wie Schmerzen und Bewegung im Gehirn entstehen und wie Atmung, Augen, Gleichgewicht und Bewegung miteinander kombiniert betrachtet werden sollten. Ich bin einfach mega geflasht und begeistert und es ist ein super Format. Und wenn du deine Gesundheit eigenverantwortlich in die Hand nehmen möchtest, dann solltest du definitiv beim nächsten Mal dabei sein. Und zwar geht es darum, den Einklang im Körper, Geist und Seele zu finden. Ich habe heute über das Thema mentale Stärke reden dürfen. Warum die mentale Stärke dementsprechend gar nicht so kompliziert ist, wie sie eigentlich klingt, sondern viel, viel einfacher in unserem Leben identifizierbar und umsetzbarer ist. Ich durfte als Expertin für das Lebenselixier Wasser auf der Bühne stehen und ich habe den Teilnehmern die vier essentiellen Eigenschaften des Wassers vorgestellt. Mein Herzensthema ist die Verbindung von unserem Kopf und unserem Herzen, also Denken und Fühlen miteinander zu verbinden. Die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit haben vergessen, dass unser Gefühl das wichtigste Element für unsere Gesundheit ist. Mein Thema war Ayurveda und die Wissenschaft des Ayurveda in der praktischen Umsetzung für uns im Alltag. Das Ganze haben wir uns angeschaut aus der Perspektive von Verjüngung und Langlebigkeit. Ich glaube, du spürst es auch gerade in diesem Moment. Es war eine großartige Energie wieder und gerade das Thema Gesundheit ist, glaube ich, ein Herzensthema für jeden. Und da kann ich die Brave Health Mastery einfach vom Herzen empfehlen. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist der unterschiedlichste Expertenstatus. Das heißt, wir haben dort heute erleben dürfen, wie viele unterschiedliche Bereiche tatsächlich es in der Gesundheit gibt und warum die Gesundheit so breit gefächert ist. Die vielen Leute, die wissensbegierig sind, die Neues lernen wollen oder was verändern wollen. Nur Lernen alleine macht ja nichts, aber das Verändern, das in die Handlung kommen, das ist das Wichtige. Und hier habe ich das Gefühl, dass die Menschen bereit sind für einen Wandel. Dass so viele unterschiedliche Perspektiven gezeigt wurden, also sowohl von den Experten, die, finde ich, aus alle natürlich Experten in ihren kleinen Nischen waren, aber trotzdem so diese ganzheitlichen Vielseitigkeit der Gesundheit gezeigt haben. Bloß, was nutzen wir wirklich am Ende des Tages? Und da durften wir ganz viele Impulse, ganz viele Hacks und Tipps heute mitnehmen. Enorm großer Mehrwert, deswegen ein ganz besonderes Event. Menschen zu haben, die wirklich Interesse daran haben zu schauen, was kann ich für mich persönlich tun, um ganzheitlich gesund zu leben und vor allen Dingen auch eine hohe Bereitschaft von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, da auch ins Tun zu gehen. Das Besondere an der Brave Health Mastery ist tatsächlich, dass Kerim verschiedene Experten auf die Bühne gebracht hat, um den Teilnehmern verschiedene Blickwinkel, Sichtweisen, neue Perspektiven auf das Thema Gesundheit, ganzheitliche Medizin zu geben. So, dass man diese Informationen in der Hülle und Fülle eigentlich gar nicht bekommen kann. Das Besondere an dieser Veranstaltung für mich ist, dass dem Kerim es immer wieder gelingt, Leute zusammenzuführen, die wirklich sich mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung beschäftigen. Dieser Lehrgang, der ist wirklich vollendet, vollkommen, mit so schönen, so wunderbaren Rednern, die in ihrem Thema so brennen und uns das als Gruppe hier kundtun. Und das dann auf eine unterhaltsame, aber gleichzeitig tief fundierte und informative Art und Weise rüberbringen können und die Menschen wirklich dann ins Handeln kommen. Und vor allem, dass es so interaktiv war, dass wirklich auch die Teilnehmer mit ihren eigenen Themen, die das ganze Wochenende quasi mitgestaltet haben und nicht so ein festes Skript vorgegeben war, sondern man wirklich miteinander ins Gespräch gekommen ist und gesagt hat, okay, wie kann man Gesundheit neu definieren?